So, preis dem Herrn. Halleluja. Heute werde ich ein frommes Wort betrachten. Die Salbung, das ist so ein religiöses Wort, ein Wort von den Pfingstlern und Charismatikern, aber ein biblisches Wort, Salbung. Was ist die Salbung? Und ich werde über die Salbung sprechen. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt. Und Jesus sagt selber in Lukas Kapitel 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir und so weiter, hat mich gesalbt, den Armen das Evangelium zu predigen. Oder den Leidenden, den Kranken und dergleichen. Ja, das Wort Christus kommt von Salbung, ist aus dem Griechischen, der Messias, der Gesalbte. Und alle Christen, die Christen sich wirklich schimpfen und nennen, die sind Gesalbte Gottes, messianische Menschen. Christus ist nicht der Nachname, sondern eine Bezeichnung, sein Beruf, sein Charakter, sein Dienst. Jesus ist der Gesalbte, er ist der Messias. Er wurde von dem Heiligen Geist gezeugt, aber da war noch nichts gedient. Und erst nach der Taufe, nachdem der Heilige Geist ihn erfüllt hat, die Stimme von oben und die Taube auf seine Schulter, dann wurde er vom Heiligen Geist gesalbt. Und da fing er gleich an, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ja, Jesus wurde vom Heiligen Geist gesalbt. Was ist die Salbung eigentlich? Weißt du, auf Deutsch würde ich sagen, geschmiert werden. Das ist einfach funktioniert. Ja, da quietscht es nichts. Da überträgt sie die Kraft einwandfrei. Durch den Heiligen Geist in einer Person und so weiter, da bekommt er eine Aufgabe. Er wird König, als König gesalbt oder als Priester oder als Prophet wurden die Leute damals gesalbt. Und hier bei uns jetzt im Neuen Testament, da werden wir gesalbt zu einem bestimmten Dienst, für eine bestimmte Aufgabe und erfüllt vom Heiligen Geist. Und die Salbung hat nichts mit der Lautstärke zu tun, die Salbung hat nichts zu tun mit dem Tempo, der Predigt, was auch immer ist. Es ist etwas, ja, was auf unserem Körper übertragen wird. Ja, der junge David wurde gesalbt und er wurde König und er konnte gleich mit dem Goliath aufnehmen. Der Saul hat die Salbung verloren. Nur ein bisschen allgemein so ein paar Dinge, was die Salbung ist, damit wir das verstehen. Zuerst einmal, unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Aber der Tempel ist nicht nur das Gebäude außen, sondern auch innen drin. Da ist das der Vorhof, dann ist der Heiligtum und dann ist das Allerheiligste. Und das hat eine ganz bestimmte Funktion. Der Heilige Geist ist unser Geist und so weiter. Er gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Da fängt schon die Salbung an, dass wir ja, wissen, meine Seele freut sich im Herrn. Ich bin so voll vom Heiligen Geist. Ja. Und Jesus sagte, dass der Heilige Geist auf ihn sei und dass er einen bestimmten Zweck hat, eine bestimmte Aufgabe, einen bestimmten Dienst, Kranke zu heilen, Gebundene zu befreien, Teufel zu vertreiben. Mit anderen Worten, der Geist Gottes befähigte ihn ja, in allem, was er brauchte. Vorher hat er nichts getan, hat nur vielleicht Lehmvögel gebaut, was wir aus dem Thomas-Evangelium wissen und so weiter, sein Vater Josef geholfen. Aber dann, als er voll Heiligen Geistes war, dann hat er gepredigt, Wunder gewirkt, Kranke geheilt. Ja, wenn ein Christ von Gott berufen ist, dann wird er Pastor, Prediger, Lehrer, Evangelist und so weiter. Oder auch jeder normale Christ, wenn wir dann zusammenkommen, der eine hat eine Weissagung, der andere hat eine Prophetie, der nächste hat irgendein Lied oder irgendwas. Er dient mit seinen Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Selbst wenn ich predige, ich muss jetzt auch Salbung haben beim Predigen. Und derjenige, der die Predigt hört, braucht auch die Salbung zum Hören. Auch das braucht man, sonst kommt nichts rüber. Und die Salbung befähigt eine Person, ja, für das, was er braucht, für die Arbeit Gottes, für seinen Dienst. Man könnte sagen, dass wir ja, für eine bestimmte Aufgabe gesalbt worden sind. Und das, ich möchte einfach erweitern, dass du ja, sehende Augen hast, hörende Ohren hast, ja, dass dein Mund fließt, dass du überfließt. Werdet voll des Heiligen Geistes, das heißt, dass wir überfließen. Wir empfangen Kraft, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, um uns in einem Dienst im Werk Gottes zu stellen. Und jeder Gläubige ist berufen zum Dienen. Irgendetwas sollte er machen. Auch wenn sonst nichts ist, einfach da sitzen und zuhören oder irgendwer anderen zu ermutigen. Und die Salbung ist wichtig im positiven wie im negativen Dienst. Wir dienen Gott mit unseren Aufgaben. Und deshalb, wenn du die Salbung hast, dann muss man dir nicht mehr groß was erklären. In meiner Bibel heißt es, wer die Salbung hat, der ist gelehrt. Weißt du, da wird sein Horizont gesprengt, dann sieht er Dinge, was der andere gar nicht sieht und versteht. Du musst das Wirken des Heiligen Geistes verstehen und ich möchte
ganz kurz streifen, die Salbung. Das ist so einfach. Ja, seit über 50 Jahren, seitdem ich predige, habe ich die Salbung erlebt, in kleinen Stücken zuerst, und es wächst und wächst und wächst und wird größer und größer. In Johannes Kapitel 16, Vers 8, da heißt es, wenn ich aber weggehe, ja, da kann ich euch den Heiligen Geist senden, und wenn er kommt, wird er die Welt die Augen auftun, also im positiven Sinn der Welt die Augen auftun, dass sie ihre Sünde erkennen, dass sie ihre Schwächen erkennen, dass sie auch das andere erkennen und so weiter. Ihre Augen auftun, dass sie Kairos haben und Rema. So, das macht der Heilige Geist, alles, dass du verstehst, dass das richtige Wort im richtigen Augenblick sagt. Und der Heilige Geist wird die Augen auftun, die Sünde strafen und die Gerechtigkeit und das Gericht bringen. Das macht der Heilige Geist. Du kriegst plötzlich schlechtes Gewissen. Was ist mit mir los? Ja. Und dann lese ich hier weiter. Und er wird, ich werde das von meinem Vater bitten und er wird euch senden. Und ihr werdet gegen den Teufel durch den Heiligen Geist kämpfen. Sonst hast du keinen Schwung. Schau den David an. Der David geht auf den Goliath zu und egal, wo er den Kieselstein loslässt, der hat den unbedingt in der Schläfe getroffen. Das ist der Heilige Geist. Das ist die Salbung. Das ist nicht, dass er nur erfahren war da als Scharfschütze. Und ich habe euch noch viel zu sagen, sagt Jesus. Aber ihr könnt das nicht ertragen. Wenn aber jener, der Heilige Geist, kommt, der Geist der Wahrheit, der wird euch in allem leiten. Der wird euch das Richtige im richtigen Augenblick geben. Preis Gott. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern er wird, was er von mir hört und was im Himmel alles gespielt und geredet wird, das wird auf uns übertragen und dass wir einfach reden über die zukünftigen Dinge. Und gerade heute brauchen wir den Heiligen Geist. Wir leben in einer kritischen Welt. Wir sind im dritten Weltkrieg. Die meisten Leute wollen es gar nicht wahrhaben, aber wir sind da drin. Und er wird uns sagen, was wir essen sollen, wo wir wohnen sollen, was wir unternehmen sollen, mit wem wir uns verbinden sollen. Der Heilige Geist wird uns das zeigen und er wird reden, was zukünftig ist und wird es euch verkündigen. Nur nebenbei. Er wird mich verherrlichen, also Jesus, nicht mich, sondern den Herrn Jesus, den Vater. Das wird er verherrlichen, denn er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Und alles, was der Vater hat, ist mein. Und darum habe ich gesagt, er nimmt von den Meinen und es wird euch geben. Die Salbung, was ist das alles? Lass mich ein bisschen erklären. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Ja? Bevor du predigst, bevor du irgendwas unternimmst, wird der Heilige Geist zuerst mal zu dir reden, sich dir offenbaren, sich dir wirken. Und die Salbung macht einen Unterschied. Ob einer geölt ist oder nicht geölt ist. Ja, es läuft. Und das ist nicht nur der schöne Duft, der schöne Duft wie Maria Magdalena hat Jesus gesalbt mit ihrem teuren Öl und da wurde der ganze Raum erfüllt. Aber das ist nicht das Wichtigste. Wichtig ist, was sie an Jesus getan hat. Und überall, wo das Evangelium gepredigt wird, hat der Herr Jesus gesagt, sie, man wird von ihr sprechen. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Salbung, kein Priester. Kein Hohepriester hat Jesus gesagt, der Vater im Himmel zwar, aber dann die Maria Magdalena. Jesus war vom Heiligen Geist gezeugt, aber erst bei der Taufe, als er aus dem Jordan rauskam, erlebte er die Salbung und jetzt läuft er und jetzt funktioniert er. Erst nach der Salbung funktioniert der Christ. Erst nach der Salbung, wenn er das erlebt hat. Die Jünger waren erst am Pfingsten gesalbte, voll des Heiligen Geistes. Die standen da auf und predigten vor Tausenden von Leuten. Und sie handelten wie Jesus, sie vertraten Jesus, sie präsentierten Jesus. Ja, Salbung ist, dass die Anerkennung Gottes ist. So, das ist der, als der Samuel den David salbte, das ist der, dieser kleine Junge, der Hirtenjunge David. Und das ist die Bestätigung Gottes. Die Salbung ist die Bestätigung Gottes, dass Gott uns angenommen hat, dass Gott jetzt uns einsetzt, dass Gott uns qualifiziert. Und wir sind erst durch die Salbung Erben Gottes. Gott gleichgestellt in seinem Dienst, ihr werdet sein wie Gott. Ja, von meinem Geist wird er nehmen und euch geben. Das ist die Salbung. Wenn wir die Salbung empfangen, dann sind wir für Gott geeignet und dient alles zur Verherrlichung Gottes. Dann will man nicht sich selber dienen, sondern man will Gott verherrlichen, Gott groß machen. Gott will eine gesalbte Schar von Menschen haben, nicht nur Menschen, die in der Kirche gehen, an Weihnachten, Ostern oder sonst irgendwann. Nein, dass die Leute, die das ganze Jahr über gesalbt sind, dass sie für Gott dienen, für Gott da sind, dass sie jubeln und jauchzen, dass sie zum Haus Gottes pilgern.
Gesalbte eifern für Gott, so wie Jesus, er eiferte für sein Vaterhaus. In Kolosser Kapitel 1, Vers 27 lese ich, Christus in euch, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja, da hast du eine Hoffnung. Dann ist egal, was in dieser Welt passiert, dann nimmst du es gar nicht ernst. Ja, da fliegst du davon. Ja, da fliegst du davon. Die Salbung bringt uns in Verbindung zu Gott. Wir bekommen die Sichtweise Gottes, das Bewusstsein Gottes. Mein Horizont wird erweitert jeden Tag. Je länger ich mit Christus lebe, desto mehr wird mein Horizont erweitert. Und ich bekomme Kraft, Durchhaltekraft, welche Kraft auch immer, was du für dein Leben brauchst. Die Wirkungen und Auswirkungen der Gegenwart Jesu erleben wir durch die Salbung. Und dann merkst du, das ist ein Christ. Und einer, der keine Salbung hat, nur bekehrt ist, da fehlt etwas. Da fehlt einfach Pep, würde der Berliner sagen. Pep, ja. Mit Jesus sind wir gesalbt. Mit Jesus, pass auf, und jetzt bin ich noch weiter, was die Salbung alles bewirkt. Mit Jesus bist du gekreuzigt. Mit Jesus, mit dieser Salbung, wenn du die Salbung hast, musst du mit Christus leiden. Aber du bist auch mit Jesus auferstanden, lebst in einer neuen Dimension. Mit Jesus kommt die Salbung, der Heilige Geist, und er kommt nicht allein. In dem Moment, wo du die Salbung erlebst, bist du ein anderer Mensch, wie neu geboren. Die Wirkungen des Heiligen Geistes in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 bis 10, liest zu Hause nach, das ist ja für dich. Der Heilige Geist erforscht alles. Weißt du, der beste Bibellehrer ist der Heilige Geist. Der beste Bibellehrer, der Tröster. Und wie viel Trost brauchen wir in dieser Welt? Ich habe heute von einem Jungen, der mir geschrieben hat, gesagt, du, ich werde nicht verstanden von meinen Eltern, von meinem Lehrer. Mein Lehrer fragt mich nicht einmal, wie geht es dir? Ja. Und ich möchte gerne mitteilen, aber ich werde nicht verstanden. Aber du kannst dem Heiligen Geist alles sagen, in anderen Sprachen sogar, dass niemand dich versteht. Studier mal die Bibelschule, geh auf meine Seite und den Korintherbrief, die beiden Briefe sind dort, sind Briefe an die Gemeinde, an die Gläubigen, aber studier mal und dort geht es um die Salbung. Ihr habt die Salbung und was die Salbung alles bewirkt, du wirst erstaunt sein. Nicht nur Glauben und nicht nur Hoffnung, die Salbung bewirkt auch Liebe, das bewirkt auch der Heilige Geist. Und dort geht es um die Salbung, da kommen die Gaben, die Dienste, da geht es über das Abendmahl. Weißt du, ohne der Salbung wirst du das Abendmahl nicht richtig begreifen, was das Abendmahl ist. Ich habe es vom Herrn empfangen, hat Paulus gesagt, als er über das Abendmahl schreibt. Ja, die Auswirkung der Salbung ist, dass du die Frucht des Geistes trägst. Weißt du, die Salbung ist sowas wie die Biene, die befruchtet, bestäubt die Pflanze, das christliche Leben. 1. Korinther 13, es geht um die Liebe, um die Auferstehung. Das erlebst du alles, lebst in neuen Dimensionen. Der Heilige Geist weiß, wie Gott ist, was Gott will, was Gott kann, was Gott gibt. Der Heilige Geist kennt die Tiefen Gottes, nicht nur die Höhe Gottes, sondern auch die Tiefe. Die Tiefen Gottes, was das alles bedeutet. Die Fülle der Gottheit, das kennt der Heilige Geist und das vermittelt er uns. Und ich bin so dankbar, dass ich den Heiligen Geist habe. Wenn ich mich vorbereite, dann bete ich in Sprachen zuerst und dann fliegt es mir einfach zu, ich muss es nur auffangen. So wie dir alten Hebräer in der Wüste, sie haben die Tauben eingefangen, gebratene Tauben schon, verstehst du? Einfangen. Er kennt Gott, der Heilige Geist, und wie niemand sonst ihn kennen kann. Er weiß die Pläne Gottes, die Ziele Gottes, die Bestimmung Gottes mit unserem Leben. Der Heilige Geist ist ein Insider Gottes. Ja, er versteht alles, alle Kleinigkeiten. Er bringt uns das Rema, das richtige Wort im richtigen Augenblick, ja, das treffende Wort. Und da manchmal suche ich auch und gucke ich mal im Lexikon, was könnte ich da besser sagen. Und die Sprache ist etwas Geheimnisvolles und ich versuche als Prediger mit der Sprache zu arbeiten, also dass man die Sprache bedient und der Heilige Geist gibt uns richtige Worte im richtigen Augenblick auszusprechen, in der Muttersprache, in aller Liebe, in der Muttersprache. Und der Heilige Geist, die Salbung, er hört die Worte Gottes aus Gottes Mund und er vermittelt uns. Und deshalb, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Halleluja. Ihr hört die Worte Gottes, er bringt uns aktuell rüber, prophetisch. Ja, er bringt Kairos in der richtigen Zeit, in der richtigen Augenblick. Der Heilige Geist, er hört, was sonst niemand hört. Er hört die Stimme Gottes und er sagt, man tut es, sag das, das musst du sagen. Unbedingt. Und wenn ich manchmal nach Hause komme, ich höre diese Predigt noch einmal, manchmal höre ich dreimal und viermal meine Predigt und da habe ich meinen Zettel und dann schreibe ich noch was dazu,
weil ich noch so viel ergänzen will, was der Heilige Geist sagt. Auch das hättest du sagen sollen. Ja? Aber das habe ich fürs nächste Mal aufgehoben, wenn ich wieder das Thema behandle, dass ich darüber spreche. Der Heilige Geist, er betritt Bereiche, die sonst niemand betreten darf. Kein Engel, kein Wesen, kein Geschöpf. Ja, er Gott, geht bei Gott in seinem Heiligtum, dem Allerheiligsten, jeden Tag ein und aus. Das ist der Heilige Geist. Halleluja. Ja, ein Insider. Und wenn du die Salbung hast, bist du ein Insider bei Gott, ein Eingeweihter. Der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Der Heilige Geist vermittelt uns Geheimnisse, die nur Gott kennt und sonst niemand auf der Welt. Ja, auch von anderen Leuten. Auch wenn ich Seelsorge betreibe, also immer wieder probiere ich, wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann sage ich, lieber Gott, hilf mir. Und dann springt der Heilige Geist hier und dann frage ich, was hast du geträumt oder was ist dir groß geworden in deinem Leben? Und dann plötzlich outet sich der Mensch, ja, weil du den Schlüssel findest. Der Heilige Geist, die Salbung, gibt dir den Schlüssel für die richtige Situation. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Halleluja. Er handelt wie Gott. Er handelt wie Gott. Jesus verspricht den Heiligen Geist als Beistand, der uns beisteht, was auch passiert. In Johannes Kapitel 16, Vers 7, da heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit, denn es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kann der Tröster nicht kommen. Also wir brauchen nicht zwei, wir brauchen nicht Jesus und den Heiligen Geist. Wenn wir den Heiligen Geist haben, reicht es aus. Halleluja, das reicht aus. Wenn ich aber hingehe, will ich den Heiligen Geist zu euch senden. In Kapitel 14, Vers 16, da heißt es weiter, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei ewig. Jesus war nicht bei uns ewig. Der ist nach 30, 33, 35 Jahren weggegangen. Er ist in den Himmel gefahren. Aber der Heilige Geist bleibt bei uns ewig. Bevor wir sterben, brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir über die Schwelle rübergehen, den Übergang schaffen. Sonst schaffen wir den Übergang nicht. Ja. Und hier, der bleibt bei euch ewiglich. Die Salbung, sonst quietscht es und du bist nicht geölt und wir müssen geölt werden. Ja, Johannes 14, Vers 26 lese ich weiter. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird, wird in meinem Namen, der zu euch kommt, der wird euch alles lehren und alles erinnern, was ich gesagt habe oder auch, was ich nicht gesagt habe. Es ist noch so viel, was Jesus nicht gesagt hat. Und er hat so viel gesagt, dass hier ein Evangelist schreibt, die Bücher können nicht fassen, was er alles gesagt hat in den 3 Jahren seines Dienstes. In Johannes 15, Vers 26, dann lese ich weiter. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, den Geist der Wahrheit, der wird von Vater ausgehen und der wird Zeugnis geben von mir, von Jesus. Ja. Und dann sitzt du in der Versammlung und da passiert was Komisches und dann weißt du, das war vom Herrn und das war nicht vom Herrn. Ja, da kannst du die Geister unterscheiden. Aber das ist eine Gabe Gottes, dass man Geister unterscheiden kann für sich persönlich. Da kannst du annehmen, ja, das kann ich glauben oder das kann ich nicht glauben. Durch den Heiligen Geist weißt du alles über Jesus und über dich. Du weißt, was Jesus von dir will oder was er kann und was er gibt und was du brauchst, was dir noch fehlt. Sonst bittest du unnötig. Ja, die Bitten bekommen wir durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lehrt uns richtig zu beten. Das ist der Übersetzer, der Dolmetscher, der uns hier in unserer Sprache unsere Anliegen nimmt und bei Gott im Himmel in der himmlischen Sprache übersetzt. Wenn du den Heiligen Geist hast und er bei dir ist, dann kann der Teufel ja, dich nicht belügen. Du weißt sofort, das ist Bluff, das ist Lüge. Das kann ich nicht brauchen. Und das können die Leute viel vormachen. Die können schmalzig reden, gesalbt reden, aber du spürst, das ist nicht koscher. Ja, die können dich nicht verführen. Und gerade in dieser Zeit, in der wir leben, ist so wichtig, dass wir bewahrt werden von Verführungen. Durch den Heiligen Geist weißt du alles über Jesus. Bist bestens informiert. Ja, bist bestens informiert. Wenn du die Salbung hast, dann kannst du alles glauben, was in der Bibel steht, auch was du noch nicht verstehst. Kannst glauben, kannst Amen sagen. Wenn du die Salbung hast, dann machen die Anfechtungen und die Probleme, was um dich herum passiert, nichts aus. Die ganzen satanischen Angriffe, die offenen Fragen, die Lasten, ja, auch das Leiden macht dir nicht aus. Das nimmst du mit, nimmst mit ins Grab. Und wenn das alles unter der Erde ist, dann kannst du sagen, Ade, goodbye, und dann gehst du zu Gott. Durch den Heiligen Geist gehst du zu Gott. Die Salbung zerstört das Joch Satans, das ganze
Geschirr Satans, womit er dich gequält hat. Ja, der Stecken des Treibers, seine Peitsche wird zerbrochen. Ich lese in Jesaja Kapitel 10, Vers 27. Zu der Zeit wird seine Last von deinen Schultern weichen und sein Joch von deinem Halse. Ja, zu der Zeit. Ja, ich werde dieses Joch zerbrechen. Und deshalb ist so wichtig, in der Zeit, wo du lebst, du brauchst die Salbung, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bringt uns Freiheit. Freiheit von dem Geist der Unterdrückung. Ja, mit der Salbung überwindest du sämtliche satanische Blockaden. Und solange es keine Salbung gibt, ist nur Sklaverei da. Da hat der Pharao, der treibt dich an. Was erlaubst du dir da und was denkst du? Und je weniger Salbung da ist, desto mehr Sklaverei und Bindung passiert da, Verwirrung, Süchte, Probleme, Anfechtung, Streit und Neid. Ja. Je weniger Salbung da ist, desto frecher wird der Teufel. Je weniger Salbung da ist, desto hat die Welt mehr Kommando über dein Leben. Je weniger Salbung da ist, desto mehr musst du der Welt gehorchen und wirst getrieben. Aber welche der Geist Gottes leitet, ja, da ist kein Druck mehr da. Du hast die Freiheit. Desto weniger bist du abhängiger von dieser Welt, von den Gefühlen und Launen. Nur die Salbung kann das Joch zerbrechen, die Routine, die Gewohnheit. Und es ist so wichtig, dass wir aus der Gewohnheit rauskommen. Ja, dass wir nicht immer das Gewohnte machen, so wie es alle anderen machen, verstehst du? Ja, wenn es nicht da ist, ist es nicht da. Wenn es da ist, ist es da. Und wir gehen weiter. Nur die Salbung macht die Predigt gut, macht die Bibelverse lebendig, die Wahrheiten da. Sagst du, Mensch, das habe ich noch nie gehört. Und mir geht es genauso oft, dass ich manchmal Bibel lese, da habe ich schon 10-mal gepredigt und wieder was Neues entdeckt. Und das ist die Salbung, die bringt auf neue Gedanken, sprengt deine Fantasie, deine Gedanken. Und die Salbung ist nicht Zitate nur oder die Länge der Predigt oder die Lautstärke. Nein, die Salbung ist, die kann ganz still sein, so unterschwellig, aber es kommt an, es trifft das Herz. Und das ist die Salbung trifft mein Allerheiligstes. Die Salbung macht den Unterschied. Die Predigt wird verdaulich oder verstanden oder glaubhaft. Das leuchtet ein, wird klar. Aha, jetzt blicke ich durch. Nur die Salbung verschafft dem Wort Gottes den Durchbruch. Erleuchtet unser Dunkel, verscheucht alles Negative, durchbricht alle Traditionen, jeden Formalismus. Und das ist deshalb die Salbung, verstehst du? Da quietscht es nicht mehr. Nur durch die Salbung hören wir das, was Gott uns sagen möchte, und wir verstehen Gott. Auch wenn er nichts sagt, auch da verstehen wir Gott. Auch das ist, was die Salbung bringt. Nur durch die Salbung kommt die Kraft Gottes in uns. Wir bekommen eine Botschaft und wir werden Botschafter. Wir haben nicht nur eine Botschaft, sondern wir werden auch Botschafter. Nur durch die Salbung erleben wir die Gnade Gottes, bekommen wir Zugang zu Gott. Und das ist was Wunderbares für mich. Weißt, dann kann ich zu meinem Heiland gehen, nicht nur an Weihnachten und Ostern, sondern ich kann in das Allerheiligste gehen, ein und aus wie ein Priester. Eigentlich, der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr in das Allerheiligste, aber ich darf so meinem Vater im Himmel, aber lieber Vater sagen, ihm auf den Schoß springen und mich drücken lassen. Der Heilige Geist, die Salbung macht den Unterschied, ob die Menschen in der Gemeinde bleiben oder nicht, ob sie Frucht tragen oder nicht, ja, ob sie auf dem Weg bleiben. Nur die Salbung macht unser Herz fest, macht uns brauchbar für Gott, macht uns belastbar, gibt uns Durchhaltevermögen und wir können alles verarbeiten. Komm, wir können schlucken und wieder ausscheiden, und es ist vorbei. Ja. Die Salbung macht es, dass wir das verdauen können. Und viele Christen, die Salbung nicht haben, die können nur die lieben, die sympathisch sind. Aber wir können alle lieben. Ja, auch den komischen Menschen. Durch die Salbung sind alle genießbar, werden ungänglich. Da haben wir Freude. Ach, Bruder, bist du auch noch da? Lebst du noch? Oder Schwester? Ja, der Heilige Geist macht den Unterschied, dass wir ein Segen sind, dass wir Endresultate haben, dass wir nett und freundlich sind, auch zu denen, die uns böse und gehässig sind. Das können wir durch die Salbung. Die Salbung macht den Unterschied, dass ich die Liebe ausstrahle. Der Heilige Geist, die Liebe ist in unseren Herzen ausgegossen durch die Salbung. Du, in deinem Allerheiligsten, da ist was passiert, da geht ein Licht an. In der Stiftshütte, ganz am Anfang, als die Stiftshütte eingeweiht wurde, da war Dunkel und Finsternis. Und wenn der hohe Priester reinging, da plötzlich ging ein Licht an. Also es wird berichtet, dass das Licht von selber sich entzündet hat und das Licht brannte. Ja, obwohl sie damals noch kein elektrisches Licht hatten. Ja, aber das Licht war da.
Studier mal die Bibel. Die Salbung ist es. Ja, dass dein Leben wie eine duftende Blume ist und nicht ein stachliger Dornbusch. Die Salbung ist es, was einen willig und fähig macht und sogar mein schwaches Fleisch. Die Salbung hilft meinem Fleisch. Wir haben nicht mit Blut und Fleisch zu kämpfen, sondern mit Mächten, Fürsten und Gewalten. Und das ist, was der Heilige Geist beschenkt und schafft. Die Salbung hilft unseren Schwachheiten. Ja, Power. Ja, und dann kannst du loslegen. Es hilft, die Schwachen zu tragen. Und die muss manchmal durchtragen, die Schwachen, die Armen. Und alles verkraften. Die Salbung baut uns auf, motiviert uns ständig, inspiriert uns. Die Salbung befähigt uns auch, Nein zu sagen. Auch das macht die Salbung. Nicht nur ja, 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 ja. Du merkst, es ist nicht von Gott, dann lass los. Die Salbung kontrolliert unser Fleisch, ja, dass wir stark sind, dass wir nicht perfekt sein müssen, aber stark sein müssen. Ich bin richtig durchblutet durch den Heiligen Geist, durch die Salbung und es funktioniert. Der David, als er mal von der Schlacht nach Hause kam, die Siklag, sein Ort, wo er wohnte, da wurde er überfallen von den Amalekiter und weiß nicht, was er tut. Die Leute wollen ihn steinigen und dann weint er und dann hat der Heilige Geist wahrscheinlich ihm gesagt, David, plärr nicht so, jag den Feinden nach. Und das macht auch die Salbung, dass du deinen Feinden nachjagst und dass du jemanden findest, der auf der Straße liegen geblieben ist, ein ägyptischer Junge, dem gibt es einen Klaps und er wacht wieder auf. Und er erzählt, was los ist. Verstehst? Plötzlich ergibt sich das. Und das ist, was die Salbung macht. Es begab sich beim Heiland. Es ergibt sich. Wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen die Salbung haben. Wenn wir die Salbung haben, dann können wir uns richtig entscheiden. Das und das, wir können abwägen. Heiliger Geist, was würdest du machen? Nicht Jesus, was würdest du machen, sondern Heiliger Geist in mir, in meinem Allerheiligsten. Sonst entscheiden wir uns meistens gegen die innere Stimme, gegen unser Gewissen, gegen unsere Überzeugung oder gegen die Wahrheit. Der Heilige Geist leitet uns in alle Wahrheiten. Dann wunderst du dich, warum du vor verschlossenen Türen stehst, die Lampe verlöscht. Aber du hast noch Öl in dieser Lampe. Und Salbung ist das, du hast Öl. Du hast Öl in deinem Leben. Und du verpasst nichts, weil du just in time kommst, alles im richtigen Augenblick. Ja, wenn du die Salbung hast, dann überwindest du die Depressionen. Wir werden alle mal traurig. Das ist ganz normal. Und wer nicht traurig mal gewesen ist, verstehst du, wenn was verloren geht, wenn du was verlierst oder was loslassen musst oder was dir genommen wird, wir kriegen Depressionen. Aber der Heilige Geist hilft uns, dass wir nicht verzweifeln. Es hilft, dass wir nicht verzweifeln. Wir brauchen die Salbung, damit wir die satanischen Überfälle abwehren können, den Geist der Traurigkeit. Gegossen hat er das Öl in meine Lampe. Verstehst du, ich überwinde die Traurigkeit, die Ängstlichkeit, den Zweifel, die Weichlichkeit. Ich kann nicht, ich habe es noch nie gemacht. Ja? Wenn du die Salbung hast, dann machst du Dinge, die du noch nie in deinem Leben gemacht hast. Du sprichst über deinen Schatten. Die Salbung ist Energie, ist ein starkes Gegengift gegen Satans Lügen, gegen negative Informationen, gegen den ganzen Schmutz und Dreck dieser Welt, gegen Materialismus. Die Salbung macht dich immun gegen Verleumdungen, Verachtung, gegen böse Blicke. Weißt du, was das ist? Böse Blicke? Ja. Die Salbung macht dich immun gegen Missgunst, gegen Beleidigung, gegen Kränkungen. Hier rein und da wieder raus. Kannst auf Durchzug schalten. Die Salbung macht dich immun gegen Lieblosigkeit, gegen Ungerechtigkeit, gegen Verführung. Die Salbung ist eine starke Gegenwirkung gegen den Zeitgeist. Und das brauche ich, dass ich Nein sage, dass ich stehe, dass ich nicht weglaufe, nicht hinschmeiße oder was anderes mache, verstehst du, oder auswandere oder mir das Leben nehme. Die Salbung macht dich widerstandsfähig. Ohne der Salbung, dem Heiligen Geist, wirst du die antichristliche Zeit nicht überleben, diese ganzen Erschütterungen, die ganze Teuerung und so weiter, die ganzen Irrlehren, ja, die Geldgier, den Materialismus, was wir so alles hier Land auf Land ab erleben, die ganzen Süchte, das laue Christentum, ja, die ganze Spaßgesellschaft, das wirst du nicht überleben. Ohne der Salbung, da quietscht es ex da an und ex dort an und ex hier an. In der Endzeit braucht jeder Gläubige die Salbung des Heiligen Geistes. Spreche so viel von der Salbung, du fragst, was ist das? Ja, das ist das, dass du geölt bist, dass du läufst, wie geschmiert. Halleluja.
Die Salbung der Heilige Geist ist ein starkes Mittel, das dein Leben verstärkt, das Leben leichter leben lässt, dass du das Leben genießen kannst. Ist eine gute Waffe gegen alle negativen Dinge des Lebens. Und der Heilige Geist macht dich treffsicher. Und schon ist getroffen der gute Mann, dieser Goliath. Da brauchst du kein Schwert, kein dies und jenes nicht. Ja, die Salbung ist der Odem Gottes. Weck dich auf. Derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, aus dem Grab rausgeholt hat, derselbe Geist wird auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Der Tag X wird kommen. Der Tag X wird kommen. Ohne die Salbung haben wir keine Widerstandskraft. Da werden wir angefallen von den allen möglichen Virus. Dann, jetzt läuft zurzeit Vogelgrippe. Ja, das ist auf den Menschen übergesprungen. Vorher war es die Corona von der Fledermaus, wo irgendwo rübergesprungen, verstehst du? Aber du kannst immun sein. Das macht dir nichts aus gegen Grippe. Weißt du, Leute sind manchmal 10-mal schon geimpft gegen Corona und die kriegen immer wieder noch Schnupfen. Ja, ist ja nur Husterle. Die Prediger brauchen die Salbung zum Reden und als Zuhörer brauchst du die Salbung zum Verstehen. Was hat er gesagt? Was hat er gesagt? Ja. Erst wenn der Heilige Geist da ist, ist der neue Saft da. Als junger Christ habe ich Probleme gehabt mit untugenden Dingen, die nicht saugen im Leben. Aber ich wusste gar nicht, was das alles so ist. So diese ganzen Untugenden. Ich bin erst ganz neu im Glauben gewesen. Und ich konnte draußen bei mir in unserer Familie nicht beten, weil da waren die anderen Leute, die waren alle so laut. Und dann bin ich auf unserem Feld gegangen und wir hatten eine Eiche. Und es war im März oder so im Frühjahr. Und ich bete und nehme einen Stock und schlage die trockenen Blätter weg. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir. Das war das erste Mal, wo der Heilige Geist zu mir gesprochen hat. Und Johannes, und genau so machst du das mit deinen Untugenden. Das schließt das weg und das weg und das weg. Aber warte, was, wenn im Frühjahr der neue Saft kommt. Ja, da fallen die Blätter von selbst ab. Von selbst ab. Und das war für mich eine große Lektion. Und deshalb habe ich gewartet. Ich muss den Heiligen Geist bekommen. Ich muss erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Sonst schaffe ich das nicht. Ja, sonst bemühe ich mich umsonst. Ja. Der Heilige Geist ist, was uns weiterbringt. Weißt du, der Heilige Geist ist sowas wie in der Bienenwelt, ja, Propolis, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, das ist, was die Bienen verwenden, da, um ihr Nest oder ihre Sache da dicht zu machen. Ja. Und Propolis hat eine abtötende Wirkung gegen Eindringlinge, so dass du sagst, Heiliger Geist, du bist mein Propolis. Halleluja. Die Salbung macht den Unterschied, dass die Dinge dich gar nicht mehr groß berühren. Da muss niemand beneiden, ja, dich von niemand verführen lassen. Auch wenn es Leerlauf ist, da gehst du nicht unter. Dann sagst du Seele, was im Psalmen immer ist, so Übergang vom Psalm, einem Psalm und zum anderen. Kein Mensch weiß bis heute, was das bedeutet. Seele, dann genießt deine Seele. Hat Propolis. Ja. Wenn du die Salbung hast, dann wirst du vom Heiligen Geist gelehrt. Bekommst das Rema, das richtige Wort, und dann bist du zufrieden. Ein Trostwort, ein Wort, das dich aufrichtet. Ja, da hast du dieses Know-how Gottes, hast den Schlüssel zur Wahrheit, ja, zur Orientierung, hast gesalbte Augen, gesalbte Ohren, gesalbte Erkenntnis. Plötzlich, du blickst durch. Das ist, warum habe ich das früher nicht gewusst? Das hast du früher auch gar nicht gebraucht. Aber jetzt, wo du brauchst, der Heilige Geist gibt immer just in time, wenn du es nötig hast. Wenn du die Salbung hast, dann muss niemand kopieren, niemand nachlaufen, niemand schnell telefonieren. Bruder, Schwester, was muss ich da tun? Ja? Da muss die Menschen nicht befragen. David befragte den Herrn, weil er die Salbung hatte. Den Herrn befragen. Lieber Gott, was soll ich tun? Und der Heilige Geist wird uns die Botschaft bringen. Da brauchst du keine Orakel oder irgendwelchen Zaubertrunk. Werde voll des Heiligen Geistes. Salbung gibt dir Durchhaltekraft. Da schmeißt dich niemand schnell um. Da stehst du mit beiden Beinen. So viele Leute haben Schwierigkeiten im Leben, brauchen Rollator, brauchen Stock, brauchen dies. Nein, du hast geistliches Gleichgewicht, wenn du gesalbt bist. Geistliches Gleichgewicht. Die Salbung ist dein größter Schutz. Das ist ein Propolis aus der Bienensprache. Schützt dich besser als manches Pflaster oder was auch immer ist. Hat gegen alle Außenwirkungen eine Kraft, das schützt dich vor Kälte. Propolis, da kommt nichts Fremdes rein. Keine Ameise und kein dummer Gedanke. Schützt dich von allen möglichen Stimmungen und Schwankungen. Der Heilige Geist schützt dich vor dem Antichristen.
das von dem Puckel runterrutschen. Ja, vor der ganzen Verführung. Die Salbung, der Heilige Geist, begründet, befestigt deine Berufung, deine Sendung. Dann weißt du, das ist mein Platz. Dann musst du niemand eine Arbeit wegnehmen. Dann machst du die Arbeit, die Gott für deinen Dienst, für dein Leben vorgesehen hat. Die Salbung schützt dich vor Müdigkeit, Halleluja. Schützt dich vor Trägheit, vor Gleichgültigkeit, vor Unachtsamkeit. Da bist du hellwach. Ja? Schützt dich vor Stress und Ärger. Erst wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, hat er uns voll in Besitz bis im Allerheiligsten, nicht nur im Heiligtum. Da sind so viele Geräte, die benutzt werden, damit der Mensch ins Heiligtum reinkommen kann. Aber erst wenn du den Heiligen Geist hast, bist du im Allerheiligsten. Und das ist wichtig, dass wir im Allerheiligsten sind. Dann gehst du rein, da musst du keine Angst haben, da musst du kein fremdes Feuer mitnehmen. Du hast das Feuer Gottes, das Gott selbst entzündet hat in deinem Leben. Dann gehen wir Gott, ja, so wie er will, dann geben wir ihm das, was er haben will. Dann macht es uns Freude, Gott zu dienen, ihn zu verherrlichen. Und das machen wir gerne mit Freude, mit Begeisterung. Ja. Da sind wir von Gott erwählt. Und das ist das, die Salbung, dass du die Erwählung hast. Die Brüder Davids, die wurden nicht sofort alle erwählt. Der ist nicht, der Große, der Starke, der Kluge. Nein, und erst der junge, kleine David war es, den Gott erwählt hat. Und er kam und das ist der Richtige. Ja, das ist der Richtige. Sonst opfern wir alles dem Teufel. Wenn wir die Salbung nicht haben, die Salbung nicht mehr auf unserem Leben ist, dann machen wir das goldene Kalb oder was auch immer ist. Aber erst die Salbung befähigt uns, das Richtige zu tun. Nicht alles zu tun. Weißt du, nicht die Menge, was wir machen, sondern das Richtige im richtigen Augenblick. Gott zu opfern, was Gott will, was ihm Freude macht. Wir können Gott ohne Salbung nicht dienen. Es kommt bei Gott gar nicht an. Was hat er gemacht? Ja. Ohne Salbung kann niemand Gott lieben, auch wenn er 10-mal möchte und sich anstrengt. Und du vielleicht strengst du dich auch an. Aber wenn du die Salbung nicht hast, kannst du die Forderungen und Anforderungen Gottes nicht erfüllen. Kann niemand ein heiliges Leben führen. Erst durch die Salbung beginnt dein Leben richtig zu funktionieren, wie es funktionieren sollte. Die Salbung hält dich abhängig von Gott. Ich brauche das. Also ich kann das nicht hier machen, solange ich keine Salbung habe. Aber erst wenn ich Salbung habe, ist mir alles egal. Dann diene ich Gott mit Freuden. Komm vor seinem Gesicht mit Frohlocken. Christus in uns, die Salbung in uns, befähigt den Charakter Jesu auszuleben und verklärt uns Jesus. Bei der Salbung dreht sich alles um Jesus, auch in Bethanien. Die Maria Magdalena, die hat sich nicht gekümmert, ob der Judas da ist, ob die Aposteln da sind, ob der Simon, der Pharisäer da ist. Sie geht gleich schnurstracks auf Jesus, salbt seine Füße und weint und trocknet mit ihr Haar seine Füße. Ja. Und sie hat ein großes Werk an mir getan. Ohne der Salbung kommt der Teufel in unser Leben. Aber bei der Salbung, dann geht es nicht um die Armen, um Humanismus oder um Religion. Geht auch nicht um Israel oder den Tempel. Es geht um Jesus. Ja, das ist, was Salbung bewirkt. Es geht ausschließlich um Jesus. Sie hat ein großes Werk an mir getan. Wer die Salbung hat, der hat ein anderes Wissen, andere Erkenntnis, andere Einstellung. Der ist nicht mehr Menschenknecht, sondern ist Gottesknecht oder Gottesmagd. Ja, das ist kein Menschensklave mehr, er dient dem Herrn. Egal, ob frei oder gefangen, wie Paulus hier. Er lässt sich auch nicht ausnützen und sich missbrauchen, er dient dem Herrn. Wer die Salbung hat, lässt sich nicht überall einspannen. Nur da, wo der Heilige Geist sagt, das ist dein Platz, das ist deine Arbeit. Und das ist der Unterschied zwischen jemand, der den Heiligen Geist nicht hat und nur glaubt an den Heiligen Geist. Mir hat jemand geschrieben, ich habe den Heiligen Geist studiert, also er. Also du kannst den Heiligen Geist nicht studieren, du kannst nur gesalbt sein oder nicht gesalbt sein. Bei den Gesalbten ist Jesus der Herr, hat er das, der Herr Jesus das Kommando. Sie hören die Stimme des guten Hirten. Sie folgen nicht jedem Mietling oder gerne möchte oder den Heiligen Geist studiert hat. Ja, solch ein Gesalbter, der geht nicht nach Gefühlen oder nach Bedürfnissen. Geht auch keine bequeme Wege. Der Gesalbte geht auch schwierige Wege, nimmt sogar mit dem Riesen Goliath auf. Das kann der Gesalbte. Die anderen verkriechen sich aus Angst.
Gesalbte achten nicht auf das Fleisch, nehmen das Fleisch gar nicht so wichtig, sich selbst meine ich, ja, das ist gar nicht so wichtig. Es kommt nicht auf mich an, sondern es geht um die Ehre des Herrn. Der dient nicht mehr dem Fleisch, sondern dem Geist. Sie kämpfen auch nicht mehr mit den Waffen des Fleisches, so du mir, so ich dir. Ja, sie bieten auf die andere Wange und sagen, bitte. Der Teufel, ja, der kann dich nicht bekämpfen, wenn du die Salbung hast. Da schlägt er einen Kaktus. Glaubst mir, verstehst du? Ich weiß nicht, ob es zu dir schon mal gegangen ist. Ich wollte mein Wecker gestellt und irgendwie kam der Kaktus auf dem Nachttisch und ich hau da drauf und plötzlich ist die Hand voll mit Kaktusstacheln. Ja. Noch etwas in einem Gesalbten, da kann auch kein böser Geist wohnen. Da können nicht zwei Geister wohnen. Entweder der Heilige Geist, die Salbung oder der Teufel. Das Haus ist gereinigt. Ja, das. Und Gott gibt den Heiligen Geist denen, die reines Herzen sind, ein gutes Gewissen haben. Christen heißen die Gesalbten. Und auf die Frage, sind wir das schon? Die schlimmsten Feinde der Gläubigen, jetzt halte ich fest, sind Leute, die diese Salbung verloren haben oder noch nie hatten. Das sind die schlimmsten Menschen. Die Scheinheiligen, die Scheinfrommen, die möchte gerne frommen, die den Heiligen Geist studiert haben. Ja, oder vielleicht sie hatten noch nie die Salbung gehabt. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich eine Salbung haben, dass wir die Berufung erleben und die Gnade erleben und die Vollmacht erleben. Und die Salbung hast du, wenn du die Vollmacht erlebst. Judas lieferte Jesus aus und ich habe gesagt, die Salbung kann so und so sein. Judas Ischariot lieferte Jesus aus, er versündigte sich an Jesus, er verriet den Messias, den Gesalbten mit einem Kuss. Ja, er verriet ihn. Und Judas vermaßte selbst seine Berufung, obwohl er gesalbt war. Aber Jesus hat ihm gesagt, was du tust, das tue bald. Ja? Und er hat selbst gar nicht kapiert, was alles läuft. Aber er war dafür auserwählt. So, und es gibt Leute, die sind auserwählt für das Gute und auch manchmal für das Schlechte. Dass sie was Schlechtes machen sollen. Ja? Dass sie das nicht können oder dass es ihnen nicht erspart geblieben. Ja? Denk an Judas Ischariot hier, an seinen Dienst. Und du erschreckst plötzlich vor dir selber. Was? Das muss ich tun. Jesus verraten. Ja? Manchmal musst du etwas tun, was tabu ist und was nicht erlaubt ist. Du salbst mein Denken, Psalm 23, er salbt mein Haupt mit Öl und schenkt mir voll ein. Halleluja, Lob und Dank. Du erquickst meine Seele. Das ist alles, was die Salbung hat als Nebeneffekt. Die Salbung ist dazu da, um schwierige Dinge ihres Lebens zu verarbeiten, zu verdauen, durchzusetzen, ja, dass du in die Mission gehst, in ein Land, dessen Sprache du nicht kennst. Ja, und wenn du die Salbung hast, dann wirst du ganz schnell die Sprache lernen. Und die Wycliffe-Bibelübersetzer, die sagen, also die nehmen vorwiegend gerne Pfingstler, geisterfüllte Menschen, denn die lernen am schnellsten die fremde Sprache. Ja, du redest schon jetzt in Sprachen und das ist kein Problem mehr, in ein Land zu gehen mit einer schweren Sprache, mit schweren Zunge, steht in der Bibel. Plötzlich können wir die Dinge tun. Halleluja. Die Salbung macht den Unterschied. Lieber Gott, ich danke dir. Wir möchten immer mit dem Heiligen Geist und dem Jesus und dem Vater übereinstimmen und einfach in dem System Gottes sein und nicht in den Systemen dieser Welt leben. Der Heilige Geist holt uns raus, dass wir den Willen Gottes erfüllen können. Halleluja. Und der Heilige Geist stellt dich, Herr Jesus Christus, in den Mittelpunkt. Und ich danke dir für den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du mein Leben belastbar gemacht hast, tragfähig, robust, hart, stabil, dass ich auch außergewöhnliche Dinge tun kann und sogar als Original, nicht als Kopie von irgendjemandem, als Original. Und ich segne alle Menschen, die jetzt mir heute zugehört haben, in Jesu Christi Namen. Amen.